Andreas, was mir auffällt, wir gehen gleich wieder hier in die ganzen aktuellen Geschehnisse rein, aber was mir auffällt, ist, dass mit Beginn dieses Krieges, dieser Krise, dieser Katastrophe, gerade jene Politiker, vor allem aus Deutschland, die bisher eher belächelt worden sind, wie der Superminister Habeck, wie die sogenannte Außenministerin Annalena Baerbock, wie Olaf Scholz als Kanzler, der Strafverfahren gegen sich laufen hat und bei den Pressekonferenzen die Zähne kaum auseinanderbekommt. Und all die, die man fast nicht ernst genommen hat, auch in den Mainstream-Medien, die stehen jetzt plötzlich als strahlende Helden da. Also irgendwas wurde da auch richtig gemacht. Naja, man nutzt jede Situation natürlich dann, um sich das ins rechte Bild zu stellen. Und das haben wir ja schon gesehen, mit welch einer Art und Weise dann wie heißt das, der große Torbogen in Berlin, wie heißt der nochmal? Der Brandenburger Tor. Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine dann bestrahlt wurde, um zu sagen, wir zeigen Solidarität, als ob das eine Solidaritätsbeurkundung wäre. Und jeder versucht sich schnell nochmal vor ein Mikrofon in die Kamera reinzuschleichen, um zu sagen, wir sagen euch die Solidarität zu. Und wenn man dann hört, wie die aussieht, dann stellt man fest, das sind Worthülsen und nicht mehr. Man versucht einfach nur Kapital rauszuschlagen. Und das funktioniert. Und insofern hat durch dieser rechtswidrige Angriff Putins in der Ukraine völkerrechtswidrig, das möchte ich immer wieder betonen, auch wenn die anderen natürlich davor auch völkerrechtswidrig waren, die Amerikaner gemacht haben. Und da möchte ich die gleichen Maßstäbe anlegen. Aber auch das war nicht richtig, denn es geht nicht um Auge, Zahn um Zahn, in dem Sinne, wie wir es verstehen nach der Bibel. Eigentlich kann man das anders bewerten, aber das ist der Punkt. Und das schlagen jetzt die Politiker, wie zum Beispiel Frau Baerbock, ein Kapital raus, dass sogar angesehene große Zeitungen sagen, dass Frau Baerbock sich traut, ganz wacker die Dinge beim Namen zu nennen und entsprechend auch eine Härte gegenüber Putin an den Tag zu legen. Also ob das strategisch tapfer und geradlinig ist, das kann ich nicht beurteilen. Ob es vielleicht auch mit einer gewissen Naivität zusammenhängt, auch das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Aber es hat mittlerweile wirklich einen Irrsinn angenommen. Ja, wir sind also in hochinteressanten Zeiten. Übrigens, was du gerade auch gesagt hast, diese anderen völkerrechtlich zu hinterfragenden Kriege der NATO gegen Syrien, gegen Libyen und so weiter, das alles ist übrigens in diesem ARD-Monitorbeitrag thematisiert von 2018. Da hat man wahrscheinlich ein Glas von Wahrheitswasser getrunken und hat das dann mal ganz schnell runtergespült und im Zuge der Wirkung hat man dieses Video oder diesen Beitrag gemacht. Und ich bin mal gespannt, wir haben euch das eingestellt mit YouTube-Link, aber wir haben es auch vorsichtshalber schon mal selber hochgeladen, denn ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schnell raus ist. Ja, das kann gut sein. Also auf jeden Fall, wenn man diesen Bericht sieht und sich dann heute ein Politiker hinstellt und sagt, das ist völlig überraschend und niemand konnte damit rechnen, dass eine solche Intervention Russlands in der Ukraine stattfindet, dann muss man wirklich das Intellekt, die Fähigkeit und das strategische Denken der Politiker ernsthaft in Frage stellen. Denn dann wäre es wirklich eine Katastrophe, wenn solche Figuren in der Politik einen ganzen Staat leiten wollen, wenn sie diese Zusammenhänge nicht erkennen konnten und völlig überrascht sind. Also ich bin ehrlich gesagt fassungslos. So, jetzt wollen wir mal hier in die aktuellen Geschehnisse rein. Also, was hat sich alles ereignet? Nach der Europäischen Union haben auch die USA schwerwiegende Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Das heißt, US-Bürgern, US-Institutionen, aber auch europäischen sind Transaktionen mit der Zentralbank damit verboten. Zudem kann die Notenbank weltweit keine Geschäfte in US-Dollar mehr betreiben. Der Großteil der russischen Devisenreserven im Wert von rund 630 Milliarden US-Dollar sei nun de facto blockiert und könne von Russland nicht dafür genutzt werden, die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs aufzufangen, hieß es aus dem Weißen Haus in Washington wörtlich. Unsere Strategie ist es, einfach ausgedrückt dafür zu sorgen, dass die russische Wirtschaft sich zurückentwickelt, solange Präsident Putin sich entscheidet, die Invasion in die Ukraine
voranzutreiben. Ja, gut, das ist die Argumentation natürlich aus Washington, ist es ganz klar. Und das, was für die Amerikaner die Invasion Putins ist, ist für Putins die Entwaffnung der Ukraine, um dort Frieden reinzubekommen. Das sind eben halt diese großen, unüberbrückbaren gegnerischen Dinge. Und da versucht man jetzt natürlich, die russische Wirtschaft durch dieses Einfrieren des Kapitals in die, ich sage mal, runterzudrücken. Und nun darf man aber eines nicht vergessen, dass Russland keine hohe Staatsverschuldung hat. Die ist minimal gegenüber allen anderen Staaten dieser Erde und natürlich über enorme Rohstoffe, vor allem auch über Gold verfügt. Das heißt, die russische Staatsbank hat in den letzten Jahrzehnten Unmengen an Gold dazu gekauft. Ja, und Kiew fordert bei den Verhandlungen den Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine, übrigens auch von der Krim. Und natürlich aus dem Donbass. Und der ukrainische Außenminister Kuleba hat die Weltgemeinschaft bei Twitter dazu aufgerufen, alle Wirtschaftsbeziehungen mit Russland zu beenden. Brechen Sie alle Geschäftsbeziehungen ab, sagt er wörtlich und ergänzt, Geschäfte mit Russland zu machen bedeutet heute Aggression, Kriegsverbrechen, Desinformation, Cyberangriffe und persönlich den Hitler des 21. Jahrhunderts namens Wladimir Putin zu finanzieren. Ja, es ist wirklich unfassbar. Jetzt kommt das wieder. Also Hitler ist mittlerweile irgendwie so eine Art Größeneinheit, Maßeinheit wie Watt oder Volt oder Ohm als Widerstand. Da gibt es Hitler für das Böse. Ich glaube, Saddam Hussein war dann 0,8 Hitler und dann ist er jetzt plötzlich 1,2 Hitler. Ich weiß nicht, wie man diese Geschichte auch noch so hochpeitschen kann, um noch mehr Aggression reinzubringen. Ich hatte irgendwie gelernt in den letzten Monaten, dass Vergleiche mit der deutschen Geschichte, mit diesem dunkelsten Kapitel, überhaupt niemals erlaubt sind. Aber die sind jetzt doch auch wieder in Mode. Ja, ja, es machen ja die Guten, das ist der Unterschied. Ach so, ja, ich lerne ja nicht aus. Ja, jetzt die neueste Maßnahme, Russland. Also nein, wir müssen anders anfangen. Die EU und andere Länder haben den Luftraum gesperrt. Der deutsche Luftraum, das steht im Raum, könnte für russische Maschinen schließen. Und Russland im Gegenzug, wir haben ja gehört, Lufthansa fliegt nicht mehr nach Russland und viele andere, die Aeroflot von Polen wohl auch nicht mehr. Und jetzt kommt ganz neu die Nachricht vom Tagesspiegel, die Reaktion auf alle Strafmaßnahmen von Seiten Russlands, nämlich Moskau sperrt jetzt den Luftraum für Deutschland und 35 weitere Staaten. Also, das heißt, mehrere Staaten hatten ja den Luftraum für russische Maschinen gesperrt. Jetzt dürfen Flugzeuge aus diesen Ländern auch nicht mehr über Russland fliegen. Und das ist eben jetzt der Luftraumkrieg, der sich hier ereignet. Und Russland, wie gesagt, hat heute durch die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsia mitgeteilt, Ausnahmen könnte es nur mit einer Sondergenehmigung etwa des russischen Außenministeriums geben. Wer ist betroffen? Die Liste zeigt viele europäische Staaten wie Österreich, Polen, Frankreich, Finnland, Tschechien und Belgien. Auch Kanada ist demnach betroffen. Wann die Beschränkung wieder aufgehoben wird, das wurde nicht mitgeteilt. Deutschland und andere EU-Staaten hatten sich für den Schritt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine auch entschieden. Und die deutsche Regelung trat am Wochenende in Kraft und betrifft Flüge nach Deutschland sowie Überflüge. Humanitäre Flüge seien von dem Verbot ausgenommen und das Verbot soll laut Ministerium für 3 Monate gelten. Andreas, das sind ja alles Maßnahmen, die werden jetzt hier mal so verkündet, aber was das im Einzelnen bedeutet für Familien, die russische Familienangehörige in Russland haben oder umgekehrt, das sind ja immer die Verlierer in einem Krieg, sind die Menschen. Ja, das ist genau der Punkt. Diese Sanktionen werden alle Menschen betreffen. Ich bin gestern mal auf Flightradar drin gewesen, Flightradar 24, habe mir die Flugbewegungen angeguckt in Europa. Ukraine ist natürlich nichts zu sehen, weil wenn dort Maschinen fliegen, sind es Militärmaschinen von wem auch immer. Und ich habe über Russland gesehen und habe viele Maschinen angeklickt und mir mal einfach so eine Übersicht geschaffen. Es sind nur noch gewesen, Singapore Airlines ist, glaube ich, noch
über Russland unterwegs gewesen und ein paar chinesische Fluggesellschaften. Ansonsten war es sehr dünn mit Flugzeugen, auch über Sibirien. Omsk zum Beispiel ist ein zentraler Platz, den ich relativ gut kenne, und da war relativ wenig Lande- und Startverkehr, und das waren alles Inlandsflüge im Prinzip in Russland, Moskau, Novosibirsk oder Vladivostok und so weiter und so fort, die da unterwegs waren. Ja, und diese ganzen Geschichten führen natürlich dazu, dass alle Menschen dabei in Schwierigkeiten sind. Also es wurde zum Beispiel erklärt mit dem SWIFT-Abkommen, gestern habe ich es gelesen, dass jetzt zum Beispiel die deutsche Tochter, die in London lebt, der Oma oder was, oder die Enkelin der Oma in Moskau oder in St. Petersburg oder in sonst wo in Russland, jetzt kein Geld mehr überweisen kann, um ihr eine Freude zu machen. Und das wären jetzt die Auswirkungen der Sanktionen. Und das sagt man dann noch mit einem gewissen Stolz, das haben wir jetzt im Westen unterbunden. Das heißt also, die alte Frau, die vielleicht eben finanziell am Rande steht in Russland, das ist die Leidtragende. Also wir können sicher sein, dass im Kreml weiterhin auch gut gegessen wird und dass da keine Schwierigkeiten ist, dann die Buffets abends aufzubauen. Aber der Normalbürger ist davon getroffen. Und jetzt kommen diese Geschichten, wie zum Beispiel mit den Flugverbotszonen. Das heißt, die gesamten europäischen Flüge, auch die kanadischen, also die westliche Welt, müssen jetzt russisches Gebiet umfliegen. Und ich stelle mir vor, wenn beispielsweise von Frankfurt nach Tokio Maschinen unterwegs sind, die fliegen permanent über russisches Gebiet. Die müssen über viele Stunden dann im Prinzip Umgehungen fliegen, über den Nordpol oder was auch immer, und haben natürlich weitaus höhere Kosten. Und das wirkt sich natürlich auch auf die gesamte Ökonomie des Westens aus. Und aufs Klima. Und aufs Klima. Also da wundert mich, dass da noch keine Gegenrede da ist. Andreas, ich habe noch ein paar Staaten vergessen, die gegen Russland eben auch die Flugverbote ausgesprochen hatten. Die baltischen Staaten, aber auch Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Polen, Tschechien, ja. Alle, auch Großbritannien hatte vorher russische Flüge ausgesperrt. Gut, das sind natürlich NATO-Staaten, und wenn man sich das dann ansieht, dann stellt man natürlich fest, wie ich immer sage, dass es da natürlich auch eine gewisse Anordnung gibt und auch entsprechendes Verhalten der Untergebenen. Ja, und die USA haben jetzt die US-Amerikaner aufgefordert, Russland sofort zu verlassen, sofern sie dort leben oder sich aufhalten. Und die Botschaft der USA hat sich gemeldet und hat außerdem gefordert, dass diese Bürger einen Notfallplan erstellen sollen, der dann nicht auf die Hilfe der US-Regierung angewiesen sei. Das ist ein Sicherheitshinweis von gestern, von Sonntag, den die US-Botschaft veröffentlicht hatte. Und es heißt ja in diesem Sicherheitshinweis auch, dass immer mehr Fluggesellschaften ihre Flüge nach und aus Russland streichen, zahlreiche Länder ihren Luftraum gesperrt haben für russische Fluggesellschaften. Und das heißt natürlich auch, dass Menschen, die in Russland leben, jetzt auch durch das Flugverbot von Russland schwer betroffen sind und vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Ja, genau so ist es. Das heißt also, es wird momentan so ziemlich alles blockiert. Also von einer Aufweichung kann überhaupt nicht die Rede sein. Aber das sind jetzt auch die logischen Konsequenzen. Damit musste Putin rechnen, wenn er wieder rechtlich in die Ukraine eingreift, dass dann mit dem Westen, im Westen mit aller Härte durchgegriffen wird. Die Frage ist, inwieweit es tatsächlich die russische Ökonomie und alles, was da dran hängt, nachhaltig betrifft im Verhältnis zu den Sanktionierern, die natürlich auch als Sanktionierer große Schäden dann mit sich verbuchen müssen.